Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Einen Tag nach Schließung der bundesdeutschen Botschaft in Warschau hat ein Teil der DDR-Flüchtlinge heute das Gebäude verlassen. Sie zogen in ein Gästehaus der katholischen Kirche. Zuvor hatte die Botschaft den Flüchtlingen versichert, dass sie eine Abschiebung in die DDR nicht zu befürchten hätten. Zuletzt sollen in dem Gebäude etwa 120 DDR-Bürger gewesen sein. Die katholische Kirche hat sie in ihre Obhut genommen. Das Erzbistum Warschau stellte ein Seminargebäude am nördlichen Stadtrand zur Verfügung. Seit heute früh werden alle Neuankömmlinge hier untergebracht. Die Flüchtlinge liefen ins Haus, weil sich unsere Kamera näherte. Offensichtlich wollten sie nicht gefilmt werden. Einige haben ihre Autos im Park abgestellt, die Nummernschilder zum Teil abmontiert. Eine Drehgenehmigung für das Haus und das Gelände wurde uns verweigert. Der Zustrom von DDR-Bürgern riss den ganzen Tag nicht ab. Mindestens 40 Menschen sind jetzt hier untergebracht, 16 weitere in einem privaten Wohnhaus außerhalb der Botschaft. Die polnische Regierung hat allen Flüchtlingen zugesichert, dass sie nicht strafrechtlich verfolgt werden. Das bedeutet, dass sie auch nicht in die DDR abgeschoben werden. Polen strebt eine Lösung an, die dem Völkerrecht entspricht, aber die Regierung ist sich nicht völlig einig. Das polnische Außenministerium hat beiden deutschen Staaten seine guten Dienste angeboten. Bundesaußenminister Genscher telefonierte gestern mit seinem polnischen Kollegen Skubiszewski. Die DDR aber will der Ausreise der Flüchtlinge in den Westen bis jetzt nicht zustimmen. Die polnische Regierung kann die Wünsche aus Ost-Berlin nicht einfach in den Wind schlagen. Das hat zwei Gründe. Einmal erlaubt das der kommunistische Koalitionspartner nicht und zum anderen ist Polen vielfach von der DDR abhängig. So ist zum Beispiel der polnische Außenhandel auf Transportwege durch das westliche Nachbarland dringend angewiesen. Am Kanzleigebäude macht seit heute ein Pappschild darauf aufmerksam, dass die Botschaft vorübergehend geschlossen ist. Davon sind vor allem Hunderte von Polen betroffen, die sich täglich um ein Visum für die Bundesrepublik bemühen. Keine Lösung ist für die Botschaft der Bundesrepublik in Prag in Sicht. Dort ist die Zahl der Flüchtlinge inzwischen auf mehr als 500 gestiegen. Immer mehr DDR-Bürger kommen illegal über die tschechoslowakisch-ungarische Grenze. Nach wie vor strömen DDR-Bürger ins Malteserlager Sukliget. Die Zahl der Flüchtlinge pro Tag liegt jetzt bei 80. Sie kommen direkt vom Flugplatz oder vom Bahnhof, aber mittlerweile überschreiten die meisten die grüne Grenze zwischen der Tschechoslowakei und Ungarn illegal. Einige Flüchtlinge über ihre Reiseprobleme. Aus Ost-Berlin, die kamen gestern mit dem Flugzeug, ja, mit Malev. Und hatten keine Schwierigkeiten? Na doch, ich hatte Schwierigkeiten insofern, dass ich durch zwei Sicherheitskontrollen gegangen bin und das von allen, dass man im Prinzip die ganzen Ungarn durchgelassen hat und alles, was eben die Ostler waren, mussten durch eine Sicherheitskontrolle und diejenigen, die bloß eben eine Fahrkarte vorweisen konnten, haben sie gleich wieder raussortiert und wir sind praktisch zwei Mann, die mit der Maschine angekommen sind. Wir sind über die Tschechei, mit Fluchthilfe rübergekommen. Mhm, Fluchthilfe von tschechischen Leuten. Gegen Bezahlung oder? Von den 8 Männern, wo Steinsche da weiterfahren durfte, die anderen sind in den Zug gesetzt worden und mussten wieder zurück nach Berlin. Und ihr hattet aber ein Visum für Ungarn? Ich hatte Visum für Ungarn. Mhm. Und was haben die ganze Gepäck durchgesucht? Und ganzes Gepäck und warum die Schuhe durften sie dann weiterfahren? Das weiß ich ja nicht. Warum ich da einst war. Ach, die anderen sind alle zurück? Die anderen mussten alle wieder in den Zug und mussten alle wieder zurückfahren. Und ich war da einst. Ich habe es auf dem Bahnhof stehen gelassen, musste 3 Stunden warten, bis der nächste Zug nach Budapest gefahren ist. Und wie war es bei Ihnen? Wir hatten kein Visum. Sind illegal? Wir sind illegal. Über die grüne Grenze. Mhm. Wir sind geschwommen und sind aber sehr herzlich aufgenommen worden hier. Erstmals nach Beginn der Fluchtwelle hat sich ein DDR-Spitzenpolitiker für Veränderungen im Land ausgesprochen. Der stellvertretende Staatsratsvorsitzende und Vorsitzende der Liberaldemokratischen Partei, Gerlach. In der Parteizeitung und der Morgen forderte er zur Nachdenklichkeit auf. Neues dürfe nicht blockiert, sondern müsse auf den Weg gebracht werden. Es müsse jetzt der Frage nachgegangen werden, warum die Menschen resignierten und in den Westen wollten. Der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Imke hält nichts davon, jetzt mehr auf Abstand zur SED zu gehen. Zur innerparteilichen Diskussion über die Deutschlandpolitik sagte er, nach wie vor gelte das Konzept des Wandels durch Annäherung. Auf Distanz gehe derzeit die SED-Führung, weil sie sich dem Reformdialog nicht gewachsen fühle.
Eine Umorientierung hatte der Parteiratsvorsitzende Gansel verlangt. Im Saarländischen Rundfunk bekräftigte er heute seine Ansicht, dass die SPD jetzt alles unterlassen müsse, was der DDR-Führung als Rechtfertigung dienen könnte. CDU-Generalsekretär Rühe hat sich gegen Forderungen aus den Reihen seiner Partei ausgesprochen, zur Ost-CDU Kontakte aufzunehmen. Dies käme deshalb nicht in Frage, weil die Partei abhängiger Bündnispartner der SED sei. Die DDR verweigert dem Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Lindner die Einreise. Nach Angaben der Fraktion hat das DDR-Außenministerium die Bundesregierung wissen lassen, dass seine Einreise unerwünscht sei. Lindner wollte morgen die ständige Vertretung in Ost-Berlin besuchen. Der bayerische Ministerpräsident Streibel hat erneut die Auffassung vertreten, dass die Grenzfrage Deutschlands noch offen sei und das Deutsche Reich nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts fortbestehe. Auf einer Veranstaltung zum 40-jährigen Bestehen der Bundesrepublik erklärte Streibel vor Heimatvertriebenen in München, es gebe keinen Grund, diese Rechtspositionen aufzugeben. Sie seien der sichere Boden für die Deutschlandpolitik. Die Ausreisewelle aus Osteuropa und der DDR wertete er als deutliches Zeichen dafür, dass die deutsche Frage noch nicht geklärt sei.